Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Rezension von mir. Ich wollte euch noch schnell ein Buch vorstellen, bevor es für mich zur Arbeit geht. Und zwar von Lena Johansson, Die Villa an der Elbchaussee. Das ist der Auftakt einer neuen Reihe. Die Geschichte einer Schokoladendynastie ist im Aufbau Verlag für 12,99 Euro erschienen und hat 432 Seiten. Und ich gucke gerade mal, ob die anderen Teile hier auch aufgeführt sind. Nein. Auf jeden Fall geht es hier um eine Familie in Hamburg 1919. Man lernt hier Frieda kennen. Das ist die Tochter der Handelsfamilie Hannemann und Tietz. Sie handeln mit Kakao, aber betreiben auch schon so eine kleine Schokoladenmanufaktur. Und Frieda ist halt das jüngste Kind und es gibt noch den älteren Bruder Hans, der natürlich als Nachfolger gehandelt wird. Denn für Frauen zu der damaligen Zeit war ja höchstes Ziel, ich mag es gar nicht aussprechen, aber Ehefrau, Hausfrau und Mutter zu sein. So ist Frieda aber gar nicht. Sie strebt schon höhere Ziele an. Sie möchte eigentlich die Firma übernehmen. Der Vater hält da natürlich gar nichts von. Für ihn ist Hans halt der Nachfolger. Und wie das so mit Hans sich entwickelt, müsst ihr natürlich selbst lesen. Es ist dann auch so, dass Frieda mit dem Sohn eines befreundeten Handelspartners verheiratet werden soll. Dem steht sie natürlich sehr skeptisch gegenüber, da ihre Gefühle auch in eine andere Richtung gehen. Und wie das sich so alles entwickelt, möchte ich hier natürlich nicht verraten. Mir hat das Buch gut gefallen, vor allen Dingen auch die Charaktere Frieda und ihr bester Freund und Hans spielt später auch noch eine größere Rolle. Er muss in den Krieg und kehrt dann wieder zurück. Und das Buch hat leider mit einem Cliffhanger, es ist kein extrem fieser, aber schon so ein bisschen, dass man am liebsten jetzt weiterlesen würde, um zu wissen, wie es da weitergeht. Und von mir hat der Auftakt dieser Reihe 4 Sterne bekommen. Ich muss sagen, es hat mir gut gefallen, aber es ist jetzt auch ein bisschen schwierig. Die letzten historischen Romane, die ich so gelesen habe, waren von Ulrike Renk und von Corinna Boman. Da ist der Schreibstil außergewöhnlich gut. Dieses Buch ließ sich nicht ganz so flüssig lesen, meiner Meinung nach. Aber es konnte mich halt auch nicht so mitreißen, wie zum Beispiel Die Frauen vom Löwenhof. Aber ich sehe da schon hohes Potenzial und im ersten Teil konnte man mit dem Titel auch noch nicht so viel anfangen, Die Villa an der Elbchaussee. Ihr Vater hat zwar das Ziel, dort eine Villa zu beziehen, aber so wirklich Teil der Geschichte ist es eigentlich noch nicht. Aber ich denke, das kommt noch. Und ich möchte die Reihe auf jeden Fall weiterlesen. Es hat jetzt, wie gesagt, 4 Sterne von mir bekommen. Es hat noch Luft nach oben. Ich kann aber dennoch hier eine Leseempfehlung geben, wenn man sich bewusst ist, dass das dass jetzt noch nicht ganz so viel passiert. Aber ich weiß auch gar nicht, wie viele Teile das werden. Ich denke, das wird auch eine Trilogie werden. Und da wird noch einiges passieren. Und an für sich freue ich mich jetzt aber schon sehr auf den zweiten Teil, um das Leben von Frieda weiterverfolgen zu können und auch von Hans. Und bin da einfach mal gespannt drauf. Habt ihr das Buch schon gelesen? Es ist ja so, dass es wirklich... Also wenn man historische Romane liest, kommt man ja an dem Buch fast gar nicht vorbei, obwohl im Moment auch viele Bücher ähnlich klingen. Ich hatte jetzt gelesen, irgendwas auch mit Die Villa an der Elbe. Dann gibt es ja auch noch eins, irgendwas mit Elbe.
Also das ist im Moment alles sehr ähnlich. Aber ja, dieses hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen. Wie gesagt, für mich hat es noch ein bisschen Luft nach oben, aber das ist ja reine Geschmackssache. Nichtsdestotrotz freue ich mich jetzt auf den zweiten Teil und würde mich jetzt sehr über eure Meinung über das Buch freuen und ob ihr es noch lesen wollt, vielleicht schon gelesen habt. Wie ihr wisst, freue ich mich ja immer sehr über eure Kommentare. Heute werde ich auch erstmal die bisher gekommenen Kommentare beantworten. Und ja, das war es eigentlich von mir. Wenn euch die Rezension gefallen hat und weitergeholfen hat, würde ich mich auch sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!